Manche Sachen dauern eben etwas länger. So der Parallellauf zwischen steigenden Renditen, steigendem Dollar und steigenden Aktienmärkten. Normal ist das eher nicht. Und jetzt haben wir gestern gesehen, hups, es ging dann nach unten für die Aktienmärkte, weil die Renditen oben bleiben, weil der Dollar oben geblieben ist. Und warum sind Renditen und Dollar oben geblieben? Weil man die sogenannte Trumpflation fürchtet. Also man fürchtet, dass die Republikaner einen Sweep erreichen. Also alles gewinnen, Präsidentschaft, Abgeordnetenhaus und Senat. Und dann Trump ungehindert seine Politik machen kann, die, so fürchtet man, doch irgendwie ziemlich inflationär wäre, weswegen die Fed dann die Zinsen nicht senken kann, was aber schon längst in den Märkten eingepreist ist, es kommentiert ist und daher gestern schlechte Laune. Aber nachbörslich dann Elon Musk mit Zahlen, die solide waren, muss man sagen, und Versprechen, die mal wieder eben Elon Musk Versprechen sind, fliegende Autos und so weiter, und das hat jetzt die Stimmung erstmal aufgehellt. Wird das reichen oder ist das nur ein kurzer Stimmungsaufheller? Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Hier zunächst das, was gestern passiert ist. Wir sehen Nasdaq am deutlichsten unter Druck, nie wieder solche Werte. Apple vor allem, dazu gleich mehr, über 2% im Minus, der WIX deutlich gestiegen im gestrigen Handel. Apple hier zum Beispiel wegen Aussagen von Ming-Chi Kuo. Der sagt also, die iPhone 16 Orders, die sind deutlich schwächer als erwartet. Das habe ich mir eh immer schon gedacht, dass das nicht so wirklich toll läuft, weil schlichtweg eben diese KI-Anwendungen nicht, überhaupt noch nicht der Fall sind und b, niemand wirklich hinterm Ofen mal hervorholen, um sich ein überteuertes iPhone zu kaufen. Und so sehen wir gestern einen ziemlichen Down-Day für die großen Tech-Werte, und das hat dann auch offenkundig gleich ein bisschen auf die Stimmung gedrückt. Hier sehen wir mal die frischen Daten zu den Privatinvestoren in den USA, bullisch oder bärisch. Jetzt nur noch 37,7% bullisch, fast ein Rückgang von 10%, 29,30% sind bärisch. Also das hat sich so ein bisschen verschoben. Wir sehen auch Fear and Greed Index jetzt nur noch in mittlerer Gier, gell? Also man ist bescheidener geworden, man ist nur noch gierig, nicht mehr extrem gierig. Nein, man muss sagen, die Leute, die haben da eine gewisse Bescheidenheit, eine Zügelung ihrer Gier haben sie erreicht. Das ist Disziplin vom Allerfeinsten. Und hier sehen wir diese Trumpflation Fears, also die Furcht, dass die Inflation wieder nach oben geht. Die Zinssenkungserwartungen für verschiedene Zeiträume sinken deutlich. Es geht bergab, weil man sich sagt, naja, wie gesagt, wenn die Fed, wie soll die Fed die Zinsen so senken, wenn Trump Zölle erhebt, die Dinge dann teurer werden, weil eben die Produzenten respektive die Händler eben die Preise, die dann die Zölle kosten, letztendlich draufschlagen. Also praktisch die Zollkosten auf die Preise draufschlagen. Und so sehen wir, dass gestern die 10-jährige Anleiherendite weiter gestiegen ist. Nicht dynamisch, aber sich da oben gehalten hat. Kommt da jetzt eine Umkehrkerze? Fragezeichen. Aber auf jeden Fall der S&P 500 dann nach unten gegangen ist, nachdem das ja lange parallel ging. Und hier Bond Markets Fear, the known unknown of a GOP sweep. Also das bekannte Unbekannte eines Sweeps, eines totalen Sieges der Republikaner. Denn das, wie gesagt, würde einiges bedeuten. Tax Cuts, also Steuersenkungen, dadurch das Defizit höher und so weiter und so fort. Und hier sagt Peter Schiff, bringt das nochmal auf den Punkt. Die Zentralbanken versuchen, die Wirtschaften zu stimulieren durch Zinssenkungen. Das alles wird sozusagen sich rächen. Denn diese Zinssenkungen und die fiskalischen Defizite bedeuten längerfristig hohe Inflation, was wiederum bärisch für Bonds ist. Also wenn die Kurse der Anleihen fallen, die Kurse der Bonds, dann steigern die Renditen. Und wir sehen unten mal hier diese Grafik, Treasury Term Premium. Das ist sozusagen die Kompensation, die man von Investoren fordert für das Risiko, dass sich die Interest Rates schnell ändern, also die Kapitalmarktzinsen schnell ändern. Also wir sehen, dass das nach oben geht. Man geht also von einer größeren Bandbreite bei den Renditen aus, bei den Kapitalmarktzinsen. Das ist jetzt das neue Schema. Wir haben
jetzt den Dollarindex, den Sie hier oben sehen, wieder mal gestiegen gestern. Heute allerdings schwächer. Wir sehen diesen massiven Ausbruch. Kommt jetzt da ein Rücksetzer? Wir werden gleich sehen. Aber jedenfalls Dollarstärke und hohe Anleiherenditen, hohe Kapitalmarktzinsen. Deshalb, weil man eben von einem Sieg von Donald Trump ausgeht. Und Kamala Harris hat viel dafür getan, dass diese Option wieder ein Stück wahrscheinlicher wird. Gestern Town Hall Meeting bei CNN. Und da hat sie wieder mal, entweder sie ist ausgewichen oder sie hat eben gesagt, ja, böse Trump und so weiter. Und das reicht nicht. Es reicht irgendwann nicht mehr, schwarz zu sein, Frau zu sein und nicht Trump zu sein. Da wollen die Amerikaner anderes. Warum, werde ich Ihnen gleich zeigen. Hier sagt oder hat sie ihn auch gefragt, ja, mit dieser Mauer zu Mexiko, da habt ihr Trump oder haben Sie stark Trump kritisiert. Aber jetzt wollen Sie mit einer, und Kamala Harris hat hier zugestimmt, mit einer Bill sozusagen dieses Funding, diese Finanzierung der Mauer doch wieder ermöglichen. Das heißt, die Demokraten, Kamala Harris, haben gesagt, ja, finden wir gut, dass wir hier eine Mauer bauen, respektive die Finanzierung dafür gesichert. Und als der Moderator von CNN sie darauf anspricht, sagt, kommt wieder nichts von Kamala Harris. Also das zeigt, sie ist da ein bisschen überfordert. Dann auch auf die Frage, du warst doch jetzt 4 Jahre im Weißen Haus. Warum forderst du jetzt Dinge? Wo ist sozusagen das Neue, das du anders machen willst? Und dann sagt sie eben, es war vieles zu tun, aber es gibt noch mehr zu tun. Ich spreche über die Dinge oder betone die Dinge, die noch nicht getan worden sind, aber getan werden müssen. Bla bla bla, das ist echter Wortsalat. Und zeigte, dass da nicht viel Konzept dahinter ist, offenkundig. Und interessant ist ja, dass Trump extrem stark verteufelt wird von deutschen Medien. Titelbilder von Stern und Spiegel zum Beispiel. Elon Musk hat sogar darauf Bezug genommen, dass er hier als Staatsfeind Nummer 2 gilt. Und Harris dagegen ist die Heilige. Und hier sagte Max Stirner, es ist moralisch gut, wenn Bill Gates Kamala Harris mit Millionenspenden unterstützt, was er ja gesagt hat, 50 Millionen Dollar. Aber es ist moralisch schlecht, wenn Elon Musk Donald Trump mit Millionenspenden unterstützt. Das ist schlecht. Moralisch beurteilt wird das vom Deutschen Spiegel, der wiederum Millionenspenden von Bill Gates erhält. Exactly the case. Also wir sehen, was da der Fall ist. Das bringt so ein bisschen auf den Punkt. Jedenfalls, Quintessenz, das war jetzt nicht in irgendeiner Form auch nur ein Befreiungsschlag für Kamala Harris, denn die Leute wollen wissen, wie die Preise wieder runterkommen. Das ist das zentrale Thema im Wahlkampf. Und hier sehen wir mal, fast 50% der Konsumenten sagen, sie leben Paycheck zu Paycheck, also von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Im ersten Quartal 22 waren das noch 37%, ist also deutlich gestiegen. Und was die meisten Leute sagen, sind Lebensmittelpreise und eben alles, was mit Housing zu tun hat. Also diese Dinge, die wirklich sehr, sehr stark im Preis gestiegen sind. Übrigens, es gibt jetzt in den USA 27 Millionen Paid Content Creators, also Leute, die irgendwelche Social Media Dinge absetzen. 44 davon haben einen Fulltime Job, also man kann sagen, so 12 Millionen Menschen in den USA leben nur von Social Media, interessanterweise. Aber wie auch immer, wir sehen also auf jeden Fall, dass es den Amerikanern, dass die knapp bei Kasse sind, dass sie sich von Gehaltszahlung zu Gehaltszahlung handeln. Und das gilt sogar für 20% der Haushalte, die mehr als 150.000 Dollar im Jahr verdienen. Also wir sehen, das hat zugenommen. Diese gelben Balken, die gehen überall nach oben. Das ist nämlich das Jahr 24. Da geht es also steil nach oben. Und darauf hat Kamala Harris eben keine Antwort. Trump verspricht eine Antwort, verspricht Gegenmaßnahmen. Das wird bei Trump nicht funktionieren. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber die Leute wollen es glauben, das Narrativ zählt. Und das ist eben etwas, was hier sehr, sehr interessant ist. Und wie die Dinge hier stehen, das sehen wir jetzt auch in den Turbulenzen um Boeing. Da war ja dieser Streik, jetzt hatte man sich geeinigt seitens Gewerkschaften und Boeing auf eine Gehaltssteigerung von 35% gestreckt über einen Zeitraum von 4 Jahren. 35% muss man sich mal vorstellen, aber die Gewerkschaft hat abgelehnt und gesagt, nö, man hat vor allem abgelehnt, weil bestimmte Pensionsdinge da nicht drin sind, also Rentendinge.
Aber man sagt, nach 10 Jahren der Opfer haben wir noch Boden gut zu machen und wir hoffen, dies durch die Wiederaufnahme der Verhandlungen schnell zu erreichen. So erklärt die Gewerkschaft, Boden gut zu machen. Also dieses Gefühl, die Preise sind weiter gestiegen und unsere Löhne aber nicht. Deswegen kommen jetzt diese horrenden Lohnabschlüsse auf uns zu oder auf die Amerikaner zu. Ähnlicher bei den Häfen, wo diese ganze Geschichte ja bis Januar ausgesetzt ist, aber da auch über 50% die Gehaltssteigerungen sind. Also all das riecht so ein bisschen nach Inflation, könnte man sagen. Und das in einer Wirtschaft, die schwächer wird. Das Beigebuch gestern und Paul hat ja immer wieder dieses Beigebuch angeführt als wichtiges Entscheidungskriterium für die Zinssetzung. Daher sollte man das jetzt mehr beachten. Jedenfalls Contacts bestätigen more acute price pressure from rising insurance and healthcare costs, also Gesundheit und Versicherungsbereiche offenkundig mit starken Preissteigerungen. Dabei zeigen die Inflationsdaten aus den USA offiziell fallende Gesundheitskosten. Das ist der Treppenwitz schlechthin. Dann sehen wir das Datencenter. Also diese KI-Geschichte sich hier bereits ein bisschen niederschlägt, insgesamt aber eher ein Bild von moderatem Wachstum bei Employment, Price Increases, Slide, aber viel Uncertainty oder Cooling Demand. Also das ist schon negativer, dieses Beigebuch, als die letzten Male. Und das wird natürlich bestätigt hier durch die steigenden Insolvenzen, die jetzt um 40% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen waren, etwa im zweiten Quartal. Wir sehen, das geht also doch relativ konstant nach oben. Wir dürften in diesem Jahr die höchste Insolvenzzahl seit 2013 in den USA bekommen. Wie geht es mit der Wirtschaft weiter? Wichtig heute der Einkaufsmanager-Index oder die Einkaufsmanager-Indizes 1545 und links sehen wir unten Manufacturing, also Industrie, schwach unter 50 seit Monaten wieder, also Tendenz nach unten gehend, während sich Service eben hält, also Dienstleistung deutlich über 50 ist. Das wird sehr wichtig. Wir haben heute die Daten aus Deutschland gesehen, etwas besser als befürchtet. Aber Manufacturing etwa, also Industrie bei 42 angestiegen von 40, immer noch deutlich schrumpfend. Also wirklich kein Grund, hier allzu stark zu feiern. Die Daten aus Frankreich dagegen sehr, sehr schwach, muss man sagen. Aber wie gesagt, das wird wichtig, 1545. Und wichtig gestern Abend war das, was Tesla gebracht hat. Und hier sprach dann Musk gestern wieder von fliegenden Autos. Mal sehen, ob sie kommen, sagte er. Oder ich bin vertrauensselig. Ich gehe davon aus, dass wir die Most Advanced Humanoid Robots haben. Also diese Robotergeschichte, dass die so wahnsinnig advanced sind, kann man im Vergleich mit den chinesischen Robotern nicht wirklich sagen. Und das gilt für Elon Musk insgesamt. Ob Robotaxi, ob diese Robots, das ist woanders schon längst der Fall. Er tut so, als wäre er derjenige, der im Grunde der Erste ist, der das hier maßgeblich gestaltet und umsetzen kann. Und das ist schlichtweg nicht der Fall. Die Märkte haben es geglaubt, die Zahlen waren solide, die Marge war etwas besser. Jetzt erwartet er 20-30% Vehicle Growth, also mehr Verkäufe. Mal sehen, ob das eintritt. Hier sagt er, das Cybercab wird dann 2026 produziert. Auch das wird nie wirklich Geld bringen, bin ich mir relativ sicher. Insgesamt sehen wir, dass die Margen für Tesla deutlich gefallen sind in den letzten Jahren. Von 60% vor 3 Jahren auf jetzt, und zwar $14.400 pro Fahrzeug, auf jetzt $6.000 pro Fahrzeug, so oder so. Elon Musk ist ein Autobauer. Es wird nicht anders gehen und er wird diese anderen Bereiche nicht wirklich erobern können. Aber die Aktie könnte dennoch langfristig ganz gut laufen, wenn Donald Trump die Wahlen gewinnt. Wenn nicht, dann wäre ich sehr skeptisch für den guten Elon. Und hier sehen wir, zum Beispiel kriegt er ja jetzt diese ganzen Steuer oder diese ganzen Abgaben der anderen Autokonzerne, die fossile produzieren, also diese Incentives, wie nennt man diese Ausgleichszahlungen, eben weil er angeblich ja kein CO2 verbraucht oder Tesla angeblich ja keinen CO2-Verbrauch hat, was natürlich Quatsch ist angesichts dessen, was im Vorfeld bei der Produktion dieser Autos passiert. So oder so, die Aktie von Tesla ist seit dem Hoch von $410
um 48% gefallen, während die anderen Magnificent Seven Aktien in diesem Zeitraum um 69% durchschnittlich gestiegen sind, wie Dan Niles hier rausarbeitet. Bewertung ist also ein Riesenproblem, mag aber keine Rolle spielen, eben wenn Trump gewinnt und dann Musk faktisch auch politisch ein sehr mächtiger Mann wird. Das bleibt eben abzuwarten. Dan Niles hat das Ganze hier analysiert und sagt, ja, massives Potenzial, Energy Generation und Storage, okay, Storage vielleicht könnte interessant sein, Full Self-Driving Cars wahrscheinlich überhaupt nicht, da ist Tesla hinterher faktisch, und autonome Roboter, auch das wahrscheinlich genauso wie Robotaxis, Rohrkrepierer von vornherein, aber wir werden sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Cybertruck übrigens jetzt profitabel, hat Elon Musk gesagt, also dieser Klotz, der in Europa nicht mal zugelassen wird. Jetzt hat sich jemand, nämlich Gunn Garvin, den Spaß gemacht, mal zu gucken, was würde denn eine Autoversicherung kosten, wenn man das Ganze also versichert, und der Versicherungspreis beträgt 1900 Dollar. Das ist natürlich ein riesiger Betrag. Dieser Cybertruck ist ein, wie soll man sagen, etwas, was ein nettes Gimmick ist, aber für die Zahlen im Grunde nicht wirklich relevant ist. Nicht wirklich relevant bisher, alles andere als der Dollar. Hier sehen wir mal beim Economist diesen Dollar als Rakete. Gestern dagegen bei den BRICS hat zum Beispiel der chinesische Präsident Xi Jinping hat gesagt, wir müssen ein neues Finanzsystem promoten und sozusagen die Vorherrschaft des Westens damit ein bisschen angehen, also die Vorherrschaft des Dollars. Bisher nicht sehr erfolgreich, muss man sagen. Wie das Ganze passieren soll, ist noch unklar. Eins ist klar, die Amerikaner versuchen jetzt Palladium zu sanktionieren, russisches Palladium, das könnte, und Titanium, das könnte die Preise für Palladium und Titanium deutlich nach oben bringen, weil etwa alleine 40% dieses Palladiums von den Russen produziert wird. Dann noch Bank of Japan, wir sehen Dollar, Yen nach unten gehend, Yen wieder aufwertend nach dem Abverkauf, nachdem Ueda gesagt hat, ja, wir wollen schon die Zinsen anheben, aber wir gucken halt, wann es mal gerade so passt. Und der Finanzminister Japans hat gedroht, also wir beobachten das sehr genau. Diese Currency Moves, also latente sozusagen Drohung hier zu intervenieren in dem Kurs, deswegen sehen wir hier einen Rückgang. Zwei Empfehlungen zum Schluss, meine Damen und Herren, Tesla und Musk glänzen mit Quartalszahlen. Hurra, 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 wenn Sie genau wissen wollen, was da abgegangen ist, erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, die EZB liegt hinter der Kurve und sollte eine 0,5er-Senkung machen, so fordern immer mehr EZBler aus den Südländern. Das ist die zweite Empfehlung. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.